Ja, Bullet. Oh, das gibt's doch nicht. Sind wir hier in alternativen Realitäten gelandet, oder wie? Warum ist der Sheriff nicht hier? Aber wir sind doch hier. Wir wissen doch, dass wir hier sind. Ist doch nicht euer Ernst. Was mache ich denn jetzt? Kann ich noch zurückgehen überhaupt? Nee, hier ist ja der Weg, der versperrt war. Oh crap. Was mache ich denn nun? Ja, Bullet, da müssen wir unseren Weg wieder finden hier, hä? Oh. Diese Bäume. Da muss doch irgendwo was sein in diesem Bunker. Ich meine. Wait here, buddy. Is that a bunker? Hä? Habe ich das schon mal geöffnet? Sag mal, willst du mich verkohlen jetzt? I guess we're not gonna find out. Warte mal, das war hier so. Ja, ich weiß es noch. Nein, ich habe nicht gecheatet. Ich habe die Zeit vorgespult letztes Mal. Das ist was anderes. Oh ja, seht ihr, es fehlt immer noch das Teil. Hier! Na gut, der kommt ja eh nicht. Warte mal. Das wollte ich auch gar nicht machen eigentlich. Das Hut, Überlebenshandbuch, Spielzeugauto. Na, nichts machen. Vielleicht, ich habe gedacht, eine Batterie rausnehmen oder so. So, freundliche Unterhaltung. Rotkrummenspur, die Gefahren. Der Schmerz. Fotos. Figuren und ja, das der Müll. Ich habe leider nichts, was ich hier reinpacken könnte. Ich meine, da müssen wir offensichtlich so eine Art Sicherung rein, oder? Und gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt nicht rumprobiert hätte und es rausgefunden hätte, wie die Kombination ist. Ich habe die Kombination noch gar nicht gefunden. Das ist doch kacke. Komm mal, look around, boy. So, ob du was findest. Guter Hund. Na? Ist da was? Got nothing. Schade. Schade, Doggo. It's okay, Bullet, it's okay. Oh, da ist wieder so ein Teil. Wo ist es denn? Da liegt's. Na. Matthias. Guter Junge. Hast du was? Ich glaube, er hat wieder nichts. Nothing there, huh? Ach, Kacke. Ich laufe hier gerne hier im dunklen Wald rum und finde nichts und grusel mich. Aber irgendwas müssen wir hier noch finden. Soll ich nochmal Alice hier den Sheriff Lanning? Ich bin ja Alice, haha, hallo. Ich bin der Alice. I know you're there, please. Answer me. Ach, so eine Kacke. Schön hier bleiben, Bullet. Papa hat ein bisschen Angst, so alleine im Wald. Weiß ja nie. Verdammt, das ist wieder das, wo ich im Kreis... Dachte eben, das ist wieder das, wo ich im Kreis bin. Eben habe ich wieder gesehen, dass ich zurückgesprungen bin. Und Mist aber auch. Soll ich jetzt wieder zurück in das andere Waldstück? Kann ja wohl nicht sein. Can anyone hear me? Was ist denn los? Was ist Bullet? Hello? Die drei habe ich noch gar nicht probiert. Was? Anybody there? Nee. Hey. Sheriff? What? Wait. Isn't that? Das war's. Lanning's car.
But how? It was a complete wreck just a moment ago. Nichts ist hier so wie es scheint. Was steht da? Was? Saw the light? Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Fuck. Bist du auf der 3? Emmett, I know you're there. Please, answer me. The light. Aha, warte mal, das ist... das Zahlen? Ja, natürlich. Saw the light. Kanal 03, sage das Licht. Achso, Channel soll das heißen. Ich dachte, das wären einfach der digitale Zahlen, aber ja, das ist... The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. Why? Who is this? Was? Hello? Yeah, why the hell not? Hör's aber zu. Ein bisschen Schiss davor, was passiert, wenn ich das mache. Wo? Soll ich die Scheibe einschlagen? Das geht ja nicht. Na? Ich hab halt keinen Schlüssel oder sowas. Nee. Was ist denn los, Doggo? Oh, er hat schon was. Guter Hund. Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel gefunden. Ja, so ein Hübscher. Dankeschön für den Schlüssel, mein Junge. Where'd you find him? Oh, like it matters. No, good job, buddy. Das, ja. Bitte, Alice, Alice, ich wette, der Sheriff ist schon... Wait. Er ist schon tot oder sowas. Was haben wir denn hier noch? Die Sicherungsabdeckung befindet sich unterhalb des Lenkrads. Um ein potenzielles Problem zu identifizieren, prüfen Sie bitte folgendes. Position 1, Sicherung 15A, Zündspulen. 10A, Lenkrad-Rotationssensor. 15A, Bordnetzsteuergerät, Zentralverriegelung. Aber ich brauche die Frontscheinwerfer, die 20A. Position 29A, was haben wir hier? Another missing person? Sarah Wilson. 18.08.2000. Was? Dann sind wir ja doch... Nein, das kann doch nicht sein. Hä? 17.55 Uhr. Officer Wilson wurde von Adam Brown über das Verschwinden von Todd McKinnon in Kenntnis gesetzt. Seinen Angaben zufolge belieferte ihn McKinnon mit Holz, bevor er vor zwei Wochen unerwartet damit aufhörte. Browns Versuche, Kontakt mit McKinnon aufzunehmen, blieben erfolglos. 18.30 Uhr. Die anfängliche Suche blieb erfolglos. McKinnon konnte nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden. Bei McKinnon sind keine Fälle einer psychischen Erkrankung bekannt. Gegenwärtige Annahme, absichtliches Verschwinden. 20.15 Uhr. McKinnons Nachbarn behaupten, er habe des Öfteren das stillgelegte Sägewerk des Tappy East Creek Holzunternehmens in Black Hills Forest besucht. Ja, Sarah Wilson, Ermittlungsbeamte. Aber 2000? Ich dachte, wir haben jetzt hier 96. Warte mal, das geht jetzt nicht. Deswegen haben wir auch diesen Hinweis gefunden mit den Kabeln. Was ist das für ein riesiger Schlüssel, sag mal. Ja, offensichtlich geht's nicht, hä? Das ist... Oh, no battery. Ja, das ist blöd. I should take a look under the hood. Oh je, ich habe so ein schlechtes Gefühl, wenn wir uns irgendwo... ...irgendwo im Wald in ein Auto reinlehnen. Das ist immer dumm. Hey, Bullet, mach keinen Unsinn. Ich hätte da vielleicht schon ein bisschen... Ach, so eine Kacke. Stay here, boy. Warum soll ich die Scheinwerfer anmachen? Oh,
ich habe so ein bisschen Angst, wenn die Motorhaube runtergeht. Greetings, my beloved listeners. I'm so glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right. It's time for our annual trivia challenge. Today's question is... What have you done, Alice? Oh, looks like we have a winner. It's someone who knows the answer all too well. Congratulations. Your prize is on its way. Good night. Oh, leck mich, du... Nein. Oh, ich will es gar nicht wissen, glaube ich, der Preis. What the? Ach so, das war... Ja, natürlich, das ist das... Jetzt haben wir endlich die Kombination für das Schloss. Also, hätten wir, hätte ich es nicht schon vorher herausgefunden. Ah. Überhaupt nicht gruselig. Cool. Yeah, and as we all know, mental care in the 60s wasn't exactly top-notch. Oh, it certainly wasn't. One might even go so far as to call it atrocious, and that is precisely what this movie shows. The macabre treatment of patients in these institutions. Now, it goes without saying, the film is not for the faint of heart. The force-feeding scene is particularly hard to sit through. We watch as a tube is inserted through the patient's nostril, all the way down his throat. A nutrient liquid is then pumped straight into his stomach. That looks good. Oh, my, that sounds awful. It truly is. And that's precisely why everyone should watch it. Remember, 1 in 20 people will spend some part of their life in a mental institution. Laber nicht. Who knows? Maybe it's you. Einer von 20. Ist schon klar. Cracker. Okay, ist egal. Also die Frontscheinwerfer sollten jetzt funktionieren, oder? Wenn ich das Auto anmache. Wait here, buddy. Soll dieses blöde Radio nicht ausmachen? Wow! Was? How? Ist es Tag? Alter, was? Wie geil ist... Wie krank? Und wie geil ist das denn? Das gibt's doch nicht. Anyone? I know you're there. Please, answer me. This is Ellis. Over. Bullet, buddy. Now I'm really losing it this time, aren't I? Yeah, my thoughts exactly. Das ist nicht euer Ernst, oder? Bin da jetzt nicht wieder... Was? So cool aus eigentlich. Oh, guck mal, die Nachtsicht macht alles noch ein bisschen schlimmer jetzt, aber... Okay. Auf mal tagsüber ist der Wald nicht so gefährlich wie nachts. Hey, da bist du ja schon wieder. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Ja, du bist ein guter Junge, Bullet. Natürlich, Bullet ist... Boah. Aber hat er nicht auch langsam Hunger? Musst du nicht mal, na gut, was trinken? Hat er ja schon, aber aus dem kleinen Teich. Alles mal. Hier, denn noch bitte, kam gerade. Alter, schön. Des.
Hey, ich werde ständig zu deiner Mailbox weitergeleitet. Gehst du mir aus dem Weg oder bist du noch immer im Wald unterwegs? Egal. Ich habe eigentlich nur angerufen, weil... eigentlich weiß ich gar nicht mehr warum. Ich habe letzte Zeit viel über uns nachgedacht. Egal, ich habe euch... Hatte ich doch eben schon. Melde dich, wenn du kannst. Bis dann. Uhr 17. Mittag? Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. Guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah, I guess we were. So, what happened? I don't know, Ellis. Life. Life happened. Yeah. Mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? Yeah, yeah. I better get to it. I'll call you later, okay? I'll hold you to it. Die beiden hängen halt echt noch aneinander, ha? Huh? Aber was ist so schlimm? Ich meine, na klar, was ist denn, Hundchen? Was denn? Was denn? Was ist denn, Bullet? Ich meine, was ist so Schlimmes passiert? Ich meine, klar, er war ganz schön aggressiv. Aber irgendwas Schlimmes scheint ihm ja passiert zu sein, dass er so war. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Gibt er sich die Schuld an irgendwas? Hat er... Vielleicht war ich mit meiner anfänglichen Annahme nicht sehr richtig, sage ich mal. Aber irgendjemand hat da verloren. Da gibt sich die Schuld dafür, ha? Bullet! Komm, Bullet! Oder ist da was? Nick. Geh mal suchen. See if you can find something, buddy. Such mal, Buddy. Was ist denn? Vielleicht nochmal da hinten hingehen, aber du willst wohl nach vorne. Oh, der Baum. Er sieht gruselig aus. Bullet, warte doch mal. Na, da geht's auch nicht weiter. Check out. Bullet, stay. Stay. Come here. Bleib schön hier. Guter Hund. Yeah, good dog. Er hört. Lieber Hund. Ja. Also ein braver Hund. Bullet, nein. Bullet. Komm her. Fuß. Stick close to me. Beifuß. Oh, Bullet, was hast du hier geschart eben? Schön langsam. Oh God, it's freezing. It's better than worth it. Was würde ich jetzt dafür geben, durch so einen eiskalten Fluss zu warten? Jetzt ist nämlich wieder richtig warm. So, Bullet. Braver Hund. Braver Hund bisher, ne? Mir gefällt das hier nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Sind wir doch irgendwo im erreichbaren Teil des Waldes unterwegs? Oh, ich habe was für dich. Oh, wo ist das Leckerli? Na, wo ist das Leckerli? Ist selber den Snack. There you go, buddy. Ja, guck mal, so ein lieber Hund, wie er die Foto hochhält. So ein lieber Hund. So ein lieber Wauwau. Jetzt müssen wir aber ein bisschen sparen, weil ich habe nur noch einen, mein Lieber. Wenn ich dir jetzt den letzten gebe, dann haben wir gar nichts mehr zum Schnacken. Zum Schnabulieren. Irgendwas? Oh, da liegt doch was. Ein Foto. Schon wieder. Von, steht da... Rhabarber? Was steht denn da? Ich kann es echt nicht lesen. Bata? Ich kann es echt nicht lesen. Kannst. Nee. Barbara. Barbara? Das. Achso, das B erkennt. Ja, es ist eine Barbara. Das B erkannte man nicht richtig. Es ist schon wieder so düster hier. Was ist denn da los?
Aber noch zur Hälfte die Taschenlampe. Fällt mir nicht. Warum? Warum? Oh, ich krieg grad Gänsehaut, Leute. Hört ihr es auch schon auf dem Kopfhörer? Es hat ja ganz am Anfang gestanden. Binaurale Töne, die gehen einem immer so ein bisschen unter die Haut, also. Bleib schön da, nicht vorrennen. Wir bleiben zusammen, Bullet. Nur so sind wir stark. Naja, nicht wirklich stark, aber. Two sets of footprints. Both heavy set. Male. Was barefoot. Odd. Noch mehr Zigaretten. Smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. Aber die haben wir da auch bei uns auf dem Armaturenbrett liegen gehabt. Genau die. Die blau-weißen, die Dustin. Genau die hatten wir auch bei uns im Auto. Am Ende ist er es, der ihn entführt hat und weiß es nur nicht mehr, hä? Was ist hier, Bullet? What is it, Bullet? What'd you find? Oh nein, das ist das Knochen. Ja, was ist das? Good boy, good boy. Geh mal weg. Now move aside. Oh mein Gott, nein. Ich hab eben Knochen. It's okay, buddy. I don't like it either. So let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Oh, no. Can't be it. Emmett! We were just. I don't understand. Emmett. Oh, God. Fuck. Landing. Oh, God. Okay, now you deserve better than this. Scheiße. The killer, oh, skinned his face. Clean cuts, probably postmortem. Ach du Scheiße. Neck wound. Deep. And his head is, oh God, it's barely hanging on. Lenning's badge. Oh, no one deserved it more than him. Oh, sieht das fies aus. Guck mal, die Zähne fehlen teilweise. Also irgendjemand hat ihm richtig hart ins Gesicht geschlagen. Er hat ein Foto. Lenning was tough. Experienced. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. Aneta. Alter. Alter, ist das krass. Ich dachte eben, das hier wären Knochen übrigens, aber das waren nur Blätter, aber das ist ja noch viel schlimmer als Knochen. Alter, sogar, guck mal, am Kinn sieht man schon den Knochen. Oh mein Gott, den Kieferknochen. Come here, boy. Wo bist du? Oh. Junge, bleib schön bei mir, ja? Oh, warte, er hat schon was. Er hat schon was. Aren't you a handsome boy? Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Oh, wie schnell auf einmal. Oh, scheiße. Noch eine Kassette. Ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun. Der Freundesmord. Oh, wir sind das. Oh, scheiße. Also zumindest... Was? Das sind nicht wir. Ach du Scheiße. Warte mal, wenn ich jetzt die Zeit zurückspule, lebt er dann wieder? What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. Come on, Bullet. We gotta finish this. Ach, scheiße. Peter and for Lanning. Warum kann ich das nicht zurückdrehen, die Zeit? Mit dem Baum hat's auch geklappt, aber ein Baum ist ja was anderes als ein Mensch.
Es ändert sich, glaube ich, nichts, oder? Wer ist der Kerl mit den Ästen? Warum hat er etwas draufstehen gehabt? Der ist so eine Äste hinten auf der Jacke. Oh mein Gott. Ich dachte, das ist für eine 4, eine römisch 4, aber... Was ist dein Hundchen? Was ist denn los? Hast du was gefunden? Noch eine Leiche.